Grüß euch. Ich bin schon öfters einmal gefragt worden, wie ich das mit den 10 Gebote so handhabe, weil das ist ja im Alltag vielleicht was, an was man gar nicht so denkt. Und das ist ja sozusagen Gottes Lebensanleitung für uns. Und wie man das im Alltag umsetzt, das ist oft gar nicht so einfach. Und jetzt wollte ich einmal zeigen, wie ich das mache. Weil ich habe mir nämlich da eine To-Do-Liste geschrieben. Ich werde mich kein weiß, ich bin ein ganz großer Listenmensch. Und da kann ich dann jeden Tag abhaken, ob mir das an dem Tag gelungen ist, dass ich dieses Gebot halte. Ich zeige euch das einmal. Wie ihr gesehen habt, habe ich letzte Woche einen Punkt auf meiner To-Do-Liste nicht abhaken können. Und dann war ich mir nicht sicher, was das jetzt heißt für mein Leben. Dann habe ich lange überlegen müssen, weil natürlich kann man auf den ersten Moment meinen, dass Gott jetzt sauer auf mich ist oder dass er jetzt enttäuscht von mir ist. Und ich bin dann aber draufgekommen, dass das eigentlich ganz zentrales Motiv von unserem Glauben ist, dass wir nicht perfekt sind als Menschen, dass wir eben nicht Gott sind, dass wir fehlbare Wesen sind. Sogar in der Bibel, sogar von den Heiligen gibt es Menschen, die immer wieder gescheitert sind und die immer wieder gesündigt haben. Das heißt, Gott liebt uns trotzdem, auch wenn wir fehlbar sind und auch wenn wir oft Unzulänglichkeiten haben. Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis auch für mich. Ich kenne ein Zitat von Martin Schleske, der hat einmal gesagt, das schönste Wort für Glauben ist beherzigen, weil das heißt, dass man den Dingen, die man glaubt, in seinem Herzen Raum geben muss. Und was beherzigen heißt ja auch, sich an was halten. Und das versuche ich mit den 10 Gebote, dass ich sie beherzige, dass ich sie also im Herzen trage, dass ich einen Raum gebe und dass ich mich nach bestem Wissen und Gewissen dran halte. Ich weiß aber auch, dass Gott uns trotzdem liebt, auch wenn uns das vielleicht nicht immer zur Gänze gelingt.